hallo liebe Freunde zum Schiffsdienst auf der Adanos im Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, ich muss einen Schiffsdienst verrichten. Ja, ich habe zwar Besen gefunden, aber überhaupt keinen Bock, das Schiff zu kehren. Deswegen, ich hatte Ernst schon eben gefragt, ob er das für mich tun könnte, aber nein. Er hat gar keine Zeit. Hat der Dandolo vielleicht Zeit? Hallo Dandolo, darf ich dich mal was fragen? Was ist los, Mann? Brauchst du etwa meine Hilfe? Dann sag einfach, was los ist und halte dich nicht mit langen Vorreden auf. Harald hat mir den Auftrag gegeben, das Deck zu fegen. Tja, das konnte ich mir denken. Das macht er gern mit den Neuen. Ah, lass mich raten. Du möchtest, dass ich dir dabei helfe. Wenn ich ehrlich sein soll, ja. Na gut, dann hör mir mal gut zu. Prinzipiell helfe ich gerne einem Schiffskameraden. Aber eine Hand wäscht die andere, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Was soll ich für dich tun? Hast du dir mal die Insel betrachtet, vor der wir ankern? Ja, ja, haben wir. Insel? Naja, die Bezeichnung scheint mir doch ein bisschen übertrieben. Ich würde das Ding einfach als einsamen Felsen im Meer bezeichnen. Nun, so einsam scheint mir der Felsen nicht zu sein. Aber wie auch immer. Bevor wir hier ankerten, kamen wir der hinteren Seite dieses Felsens etwas näher. Und da habe ich so etwas wie die Überreste eines Wracks gesehen. Sollte mich nicht wundern, wenn es da noch etwas zu holen gibt. Verstehe. Ich soll für dich nach dem Felsen schwimmen und nachsehen. Ach du Schiete. Genau. Und dafür helfe ich dir beim Saubermachen des Decks. Also, wie sieht es aus? Warum schwimmst du nicht selber nach dem Felsen und schaust nach? Tja, eine berechtigte Frage. Nun, weil dieser Job nicht ganz ungefährlich ist. Zum einen gibt es hier im Meer eine Menge Seeungeheuer. Man muss also höllisch aufpassen, wenn man das Ufer erreichen will. Und auf der Insel selber scheint irgendetwas herumzukrabbeln. Genaueres kann ich aber nicht sehen. Na danke, das sind ja tolle Aussichten. Also, sag mir einfach Bescheid, wenn du mit meinem Vorschlag einverstanden bist. Ich hab mir in der letzten Folge schon gedacht, als ich da oben den Sextanten gefunden habe, ob ich da nicht mal rüberschwimme. Und Dandolo hat das ja schon bestätigt, dass ich das tun sollte. Sven, der könnte mir eventuell... Warte mal. Das ist doch lange bevor. Okay. Hallo Sven, kannst du mir vielleicht beim Deckfegen helfen? Hey, Deckfegen? Au Backe, hat dich etwa Harald zu mir geschickt? Nein, aber Harald hat mir den Auftrag gegeben, das Deck zu fegen. Puh, ach so, ich dachte schon. Nun wollte ich dich fragen, ob du mir dabei helfen kannst. Tja, ich, weißt du, ich... Du kannst. Also was ist jetzt? Hat es dir die Sprache verschlagen? Sonst verpfeife ich dich. Nun, weißt du, ich würde ja gern, aber, ich habe es zurzeit mit dem Rücken und... Schon gut, ich habe verstanden. Und zeig mir mal deine Krankschreibung hier. Warte mal. Schade, ich hätte jetzt irgendwie so die Option erwartet. Ja, dann verpfeife ich dich bei Baldwin, dass du Sumpfkraut verkaufst. Aber nein, diese Option gibt's nicht. Und ob ich dann so fies wäre, um das zu machen, ich weiß es nicht. Ja, es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als da drüben mal... Machen wir denn das? Soll ich mal hier runterspringen? Direkt auf. Ich probiere es einfach mal. Und jupp, genau, richtig. Entweder kann man hier eigentlich hoch auf diesen Masten hier. Ja, kann man. Genau, jetzt gehen wir mal ganz nach vorne. Okay, jetzt kommt hier die. Ja, okay. So geht's auch. Ich dachte, man könnte irgendwie drüber. Ja, da wollen wir mal gucken, ob es wirklich Seeungeheuer gibt. Jetzt schwimmen wir rüber. Das werden wir mal in Zeitraffer machen. Es sei denn, es passiert was. Aha, ich habe mal aus Neugier mal hier
nach dem Busch getaucht. Und da gab es dann so eine Zwischenmeldung. Kann das sein, dass es irgendwie noch eine andere Quest ist? Mal sehen. Das heißt also, da war mein Verdacht doch nahe, mal nach diesen Büschen zu gucken. Ob sich da was versteckt oder ob was zu finden. Wie schon gesagt, Zeitraffer geht weiter. Ja, es hat sich nichts in den Büschen oder im Seetang finden können. Deswegen laufen wir mal zurück oder rennen wir zurück zu dem Schiffswrack. Oder auch nicht. Auf einmal Bumsfallera ist da ein Varan. Ey, Varan. Oh, alte Varan. Ist das ein alte Varan oder ist das ein neuer Varan? Frage ich am besten ihn selber, indem ich erstmal speichere. Oha. Was habe ich denn eigentlich an Waffen? Habe ich bessere Waffen, die ich anlegen könnte? Na, gucken wir mal. Nein. Da habe ich Stärkepunkte zu wenig. Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mich mal dem Anvaran zu... da ist ja noch... Oh Gott, da sind auch noch Feuerwarane bei. Meine Fresse im Himmel. Oh, der macht... Der macht Schaden. Inselwaran. Und wie er mich jetzt beschädigt hat. Naja. Das heißt, ich gehe erstmal den Waranen aus dem Weg, weil das wäre jetzt eine Sisyphus-Arbeit. Und wie der immer guckt. Manchmal steht er auch wie so ein Erdmännchen. Ja. Ja, ja. Oh, und schnell. Ja, schnell, schnell, schnell. Bleib lieber am Rand vom Strand. Naja, vielleicht kommen wir irgendwie auf eine andere Art und Weise ins Schiff rein. Kann ja sein. Hier liegt Zeus rum. Kann sein. Ja, ein Fass mit Fisch. Zum Beispiel. Habe ich schon aufgenommen. Oh, einen kleinen Lederbeutel. Ah, so, okay. Der wird auch schon auf dieser Distanz aufgenommen. Ach so, okay. Sehr schön. Hier gibt es ein bisschen Strandgut. So, und was erwartet mich dann gleich hier? Ja, jede Menge Zeug. Ah, ich kann mich erinnern. Meine Fresse, war das geil. No! Nee, so geil auch wieder nicht. Ach du liebes Lieschen. Kommt der hinter mir her? Nee, nicht ganz. Schnell was, Mammfinger. Fleisch. Ich glaube, die sind noch hinter mir her, die Heinis, ne? Speichern. Ja, wie schaffe ich das jetzt? Die große Frage. Ich weiß nämlich, dass ich vom Schiff aus mit Pfeil und Bogen die erledigt hatte. Aber ich will auf alle Fälle wissen, wie viele Pfeile ich habe. 157, das könnte eventuell klappen. Oder ihn hier. Achso. Das sind ganz viele Pfeile, die ich benötige, damit ich überhaupt so einen Varan erledigen kann. Überleg, überleg. Oh, die Flagge könnte sich bewegen, finde ich. Gucken wir mal, hier ein bisschen mehr Abstand. Inselvaran, mein Herr. Ja, ist ja alles da voll von. Das gibt natürlich Experimente. Experiences, meine ich. Oh, da hinten liegt was. So ein schöner Lederbeutel. So, ich konnte es schaffen, hier mich an dieser Piratenflagge vorzuarbeiten.
den Varanen vorbei und kann jetzt hier schneller Hering. Was heißt denn das? Schneller Hering in der Flasche. Oh, war ja. Unter mir ist nämlich noch einer. Entermesser. Lass mal gucken. Vielleicht bringt das Entermesser ein bisschen mehr Schaden. Nee, da ist auch gar keiner bei. Was ist das mit dem komischen Hering da? Sieht gefährlich aus. Wirkung unbekannt. Nebenwirkung wahrscheinlich. Okay, gibt es noch was Besonderes? Was rum? Bier? Wacholder? Nee. Alter, dieses komische Zeug. Schneller Hering. So, dann versuche ich doch mal was. Ein bisschen die KI auszutricksen. Mal. Hab ich gespeichert? Inselwaran, der hat mich noch nicht. Da ist einer. Nee. Hier. Ich will dich haben. Genau, richtig. Zack. Eins, zwei. Ah, das könnte klappen. Oh, 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 oh. Oh, oh. Kaputt. Er dreht sich im Kreise und freut sich. Na, vielleicht funktioniert es ja so. Indem ich hier noch auf die Schiffsplanke die Reling gegangen bin. Die hölzerne Reling, weil passiert tut hier nichts. Oh, 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 bis jetzt. Ich sollte mal nicht so laut reden hier. Der Inselwaran kommt mir gefährlich nahe und wird auch erheblich verletzender. Na? Sehr schön. Ich habe aber einen noch direkt unter mir. Den würde ich genau auf die Art und Weise eliminieren. Yes. Ja, es ist ein bisschen mühselig hier von diesen Varanen zu befreien hier auf dem Schiff. Nachdem ich den zweiten hier unten in dieser Koje da schon etwas geschwächt hatte. Und Pfeil und Bogen. Ich versuche trotzdem nochmal den Trick. So. So, vorbeigehen. Das Lustige ist, ich kann direkt hier hochlaufen. Seht ihr? Zack. Da kommt er manchmal hier raus. Dann kann ich meinen Bogen ziehen und dann kann ich ihn wieder verletzen. Aber das ist wohl jetzt nicht so. Oh! Jetzt hat er mich wieder verletzt. Und zwar sehr stark. Hallo. Varan. Aber ich mach das so. Es ist ja immer, desto mehr er mich verletzt. Hau ab. Immer ein bisschen was essen dabei zwischendurch. Lecker Varanfleisch. Müssen wir das halt eben auf diese Etappe machen. Oh oh. Hau ab. Hm, jetzt ist er nach draußen gekommen. Hilfe. Das heißt, ich versuche nochmal hier hochzukommen. Da ist er. Oh, der hat mich erwischt. Und ich kann nicht kalt machen. Mann! Oh. Aufregend, aufregend. Und da sagt bei diesem Regen hier, meine Fresse. Oh, die Haut eines Reptils. Habe ich bei dem noch nicht abziehen können. Sollte ich mal machen. Weil der andere mich noch gestört hatte dabei. So, okay. Jetzt erstmal ein bisschen Schutz suchen hier. Und dann wie immer etwas fressen. Ah, da liegt zum Beispiel Elixier der Heilung. Was haben wir denn dann? Noch ein Sturmknecht. Das ist eine Waffe, liebe Leute, denke ich mir mal. Kann ich die denn schon tragen? Natürlich nicht. Die steht ganz oben. Benötigte Stärke 115. Ja, ja, 61 Stärkepunkte zu wenig. Wie soll ich das denn schaffen? Na, gucken wir mal weiter. Okay. Hier mal gucken, was hier im Wasser noch sich was versteckt. Nö. Da ist nix. Ja, was soll denn hier versteckt sein? Ein Goldbrocken. Okay, und hier ist noch ein Goldbrocken. Und noch ein Goldbrocken. Und noch ein Goldbrocken.
Wie viele Goldbrocken sind dann immer an der gleichen Stelle, frage ich. Okay. An der gleichen Stelle schwebende Goldbrocken. Auch schön. Okay, jetzt gehen wir ganz nach vorne. Da liegt Fisch. So, hier ist nix. Aber ich glaube, das war es dann auch schon. Hier kann ich mal ganz schnell hier einen kleinen Lederbeutel, alte Münze und wieder ganz schnell flüchten. Oh, da ist er schon. Nee, ne? Also. Nein, kein Zauber. Muss bestimmt hier schon sein. Ja, da bist du. Silberrahn. Kommt mir bekannt vor, die Szene. Habe ich von vor Jahren nämlich auch so gemacht. Und so weit weg, dann haben die so viel Schaden. Na komm. Bleib da. Komm her, bleib da. Los. Das glaube ich jetzt nicht. Oh, das war Glück. Oh, das war spannend. Da ist der auch noch so intelligent und clevert hier auch noch auf die Reling hoch. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaub's ja fast nicht. Also bei manchen Wesen ist die KI echt bescheuert. Und also im allgemeinen Gothic. Und hier ist bei den Varan ja richtig clever gemacht. Ja. Wir speichern. So, ich lade nochmal ein, wegen eines neuen Tipp-Bildschirmes. Gucken. Ja, da ist es. Auf hohen Bergen könntest du etwas finden. Wow, wow, hohe Berge. Oh, ich soll jetzt nicht an Fräulein Menke denken. Tut mir leid für diesen Ausrutscher. Okay, darauf erstmal 3 Fisch sammeln. Ich bin der Meinung, ich habe das Schiff jetzt hier gut abgesucht. Hier gab es nämlich noch, auch noch was. So, was für ein Zeug? Das habe ich jetzt so nicht lesen können. Oh, da hinten sind noch Waffen und anderes Zeug. Das mal eben gleich mal einsacken werde. Oh, oh. Das sind aber viele da hinten. Was habe ich denn gerade eben für ein Tagebuch da gefunden? Irgendwas mit Tagebuch gesehen. Schwarze Magie 1, Runenbuch über den ersten Kreis, Runenbuch. Hier, der Präser, südländische Verteidigung. Was war denn das mit der... Meine, da war Runenbuch der schwarzen Magie? Verstehe. Habe ich die noch gar nicht gelesen, die Bücher hier? Sehr komisch. Okay, fangen wir nochmal hier an. Verstehe. Ich habe die gar nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, wo ich die her hatte. Damals aus der alten Bibliothek, höchstwahrscheinlich. Verstehe. Lass mal eben machen. Die südländische Verteidigung, okay. Okay, auch. Okay, Runenbuch der Gestirne. Erster Kreis, ist klar. Und jetzt... Oh, das war irgendwas mit Xardas. Xardas Buch. Okay, an der Stelle habe ich mal... etwas gefunden. Xardas Tagebücher. Ich habe in einer der alten Burgbücher ein Buch über schwarze Magie gefunden. Also hat Xardas tatsächlich hier auf Athanos, gut, okay, ich befinde mich jetzt nicht mehr auf Athanos, die Magie Belias erforscht. Ich denke, dass die Seyan interessieren wird. Leider fehlt eine Seite, sodass ich das Ende nicht mehr lesen konnte. Es scheinen aber mehrere Bücher über dieses Thema zu existieren. Das werden wir mal ganz später machen, wenn wir wieder bei Seyan sind. An dieser Stelle mal schön speichern und uns nochmal hier vorwagen. Ja, Goldbrocken, Goldbrocken, Gold. Okay, die haben mich
Die haben mich gewittert. Liegt noch was? Dietrich, auch gut. So, das ist mir alles zu riskant. Ich werde jetzt wieder zurück zu meinem Schiff schwimmen, welches da hinten ist. Ah, oh, schöne Sonne. Und Zeitraffer. So, da wären wir nun angekommen. Ist auch das die richtige Seite, wo das... Ja, da ist die Fallstrickleiter. Ja, da ist man auch schwer hochgekommen. Weil die klippt nämlich und das ist echt ein bisschen tricky hier. Mhm. Da muss man nämlich eine richtige Stelle finden. Ja, jetzt. Ah, jetzt habe ich mich wieder vertan, Herr Gimini. Nee. Shift drücken und dann kann man besser positionieren. Los. Nee, immer noch nicht. Immer noch nicht. Wieso? Glaubst du wirklich daran? Jetzt. Endlich. Ja, okay, das hätte man da unten den Planken ein bisschen verlängern sollen. Aber gut, okay. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben es ja schließlich geschafft. Es war Dandelo, der mir gesagt hat, ich soll da mal rüber schwimmen. Da ist er. Ja, wegen dem Strandgut. Wegen dem Strandgut. Und? Wie hast du dich entschieden? Ich werde für dich auf die Insel schwimmen. Das war eine gute Entscheidung. Ich weiß zwar nicht, ob es da überhaupt etwas gibt, aber wenn du etwas Wertvolles bis zu dem Wert von 200 Goldstücken finden solltest, dann würde ich vorschlagen, dass wir halbe-halbe machen. Sollte mehr da sein. Dann kannst du den Rest gerne behalten, sozusagen als Gefahrenzulage. Na gut, dann mach ich mich mal auf den Weg. Ich hab mich zwar schon auf den Weg gemacht. Mal gucken. Heißt das, ich soll jetzt... Dandelo wird mir helfen, Deck zu kehren, wenn ich einen Strandgut suche und das heißt, ich muss die ganze Insel absuchen, was? Okay. Ja, und erneut schwimme ich wieder zur Insel zurück, weil dem Dandelo das wieder mal nicht genug war, was ich ein bisschen mitgebracht habe. Wenn ich alles gefunden habe, sollte ich wieder an Bord gehen. Ah, jetzt haben wir wieder diese Meldung. Das heißt, ich habe noch nicht alles gefunden. Das heißt, ich soll diesen Landgang hier völlig alleine machen. Und ich mich hier diesen ganzen Ungeheuern und Biestern unterwerfen oder besser gesagt abmetzeln. Mit meiner Konstitution, die ich im Augenblick habe. Nee. Das glaube ich ja irgendwie nicht. Okay, fangen wir mal ganz außen an. Aha, hier ist ein Gang. Oh, das wird noch interessant. Das wird noch interessant. Lüd von der Süd. Leute des Südens. Schauen wir mal, was es hier gibt. Wir müssen ja nicht zwingend unbedingt da alle. Ah! Ein zackiger Scavenger. Bestimmt ein Insel-Scavenger. Oh, eine Hütte. Aha, höre ich den? Ich höre ihn nicht. So weit weg. Alter Wald-Scavenger. Ah, ich sollte ihn doch erledigen können, was ich hiermit gemacht habe. Alter Waldscavenger hier, das ist ja klasse. Schauen wir mal, was sich hier an der Hütte befindet. Hier gab es ja auch den Tipp. Ganz nach oben gehen. Und es gibt ganz viele Sachen zu entdecken.
Da hinten ist auch noch ein alter Waldscavenger. Ich finde, das ist so schön gestaltet hier. Verdammte Hacke. Ist das klasse. Ach, ich habe vergessen, was zu essen. Ach, ja, schade. Ein Schlag und es wär's gewesen. Na hier, Keilerfelle kannst du zu Leder verarbeiten, wenn du Gerben gelernt hast. Ja, diese alten Waldscavenger, die sind nicht so einfach zu kriegen. Guck mal aber erstmal rein. Piratentagebuch. Ach so. Alles klar, dann habe ich ein Piratentagebuch gefunden eben unten. Das ist natürlich auch wieder eine schöne Sache. Hier kann ich mich hinlegen. Frage ich mich nun, wo ist denn das Piratentagebuch 1? Wenn ich das zweite gefunden habe. Schwarze Magie, Unbuch, Kraft. Der Presserbrief, südländische Athanos, Schwarzmagier. Hier kommt die später. Ach, da unten. Okay, wissen Sie mir das mal Spruch rein. Da ist es. Die erste Band, anscheinend gibt es mehrere Bücher. Quest-Piratentagebuch. Pirateneiland, 15. Tag. Ah ja. Okay, wer das lesen will, der kann ganz gerne an dieser Stelle stoppen. Das sage ich immer wieder gerne. Und hier ist das zweite Tagebuch, 26. Tag bis zum 45. Tag. Ich schätze mal, dass hier mal so eine Art Robinson Crusoe war, der ja mal hier gestrandet ist. Nein. So, komm her. Was werden wichtig. Ich warte mal ein bisschen ab, bis er mit seinem Hals ausholt. Da kann man wunderbar zuschlagen. Also solche Scavenger immer mit ein bisschen Taktik vernichten. Und oh, Jagdbogen. Na gut, den habe ich ja selber um. Pfanne. Was kann ich denn da machen mit der Pfanne? Ein Stück, 10 Stücke Fleisch braten. Machen wir das mal. Ja, machen wir nochmal 10 Stücke Fleisch. Mal genug Mampfe. Mampfe für Pampfe. So. Das sieht aus, als ginge es hier jede. Ach, Leute. Das finde ich klasse. Hier kann man auch wieder Holzscheite sägen und spalten für Pfeile. Ich habe bloß keine Baumstämme. Ich weiß. Ergo gibt es auch keine Sachen zu spalten. Ja. Okay, haben wir das auch schon mal demonstriert. Gucken, wo es hier runter geht. Bestimmt auf die andere Seite der Insel. Gibt hier noch seltene Kräuter. Was ist das? Eine Heilpflanze. So selten ist die nun auch dann nicht. Und hier ist doch noch wieder ein Lederbeutel zu finden. Einer Lederbeutel, die anderen habe ich eben schon geöffnet und ein Feuerkraut. So, wie viel haben wir denn da in dem Lederbeutel drin? Ah, ich habe noch 2 ungeöffnete. 25, komm mal, 25. Ist doch schön. Ich glaube, ich werde mich entscheiden, auf diesem kleinen süßen Eiland, wo sehr viele Lianen runterhängen, den Tarzan zu finden. Nein, also den Typen, der hier mal genächtigt hatte und seine Tagebücher geschrieben habe. Also, Schluss für heute mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt mir Kommentare. Seid nett zu mir und auch zu anderen Mitmenschen. Gebt mir einen Daumen und bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss.